Staatschef Sefka Olli Kalkofe. Drei wunderbare Kollegen, die sich jahrelang auf den heutigen Abend vorbereitet haben. All die Jahre Fernsehen nur für heute. Das Fernsehwissen, das sich aufgestaut hat, kann endlich rausgelassen werden. Und wir sind dabei. Ja, hier tut mal wieder euer Onklorte sein mit einem neuen Geschichtelein. Also los. Gute Nacht, Chief Inspector. Sherry, Sherry Lady, Shampoo, Spül und Lotion, waschen, schneiden, legen und an den Lockenstab. Oliver Welke, bin ich? Ja. Er ist Oliver Kalkofe. Da geht's schon los. Können wir vielleicht noch mal aus der Matz kommen? Das ist gut so. Na. Das kommt, das ist der Mist. Ja. Wenn jeder Trottel Oliver heißt, dann moderiert man sich selber. Ich habe auch gedacht, ich hätte es gemacht. Ja, ich muss ehrlich sagen. Das erste von mir, was mir im Fernsehen gefallen hat. Und ich war es gar nicht. So ein Mist. Es gab ja auch mal eine Kritik, da stand Oliver Kalkofe, besser bekannt als Oliver Welke. Ja, genau. Stand da irgendwie dahinter, weil sie dachten, wir sind eine Person. Das geht uns auch oft so. Wir oft verwechselt, auch weil wir uns körperlich so ähnlich sehen. Das ist ganz normal. Das war auch im Studium schon so. Absolut. Ja, man hat es gerade gesehen, Herr Kalkofe lebt ein bisschen von der Kritik am Fernsehen, aber er liebt auch Fernsehen, ich glaube schon im Alter von 4 Jahren sehr lange wach geblieben. Ja. Das heißt aber, du durfst natürlich auch immer den großen Preis gucken, ist ja natürlich. Eh klar. Und kennst auch noch dieses Ritual aus dem großen Preis, dass man da, wenn man ein Spezialgebiet hat, am Anfang gleich mal Fragen kriegt und einen Umschlag sich jetzt aussuchen darf. Das kennst du noch von Wim Tölke, Umschlag 1, 2 oder 3? Es ist sowieso immer das gleiche drin, schätze ich. Ne? Ich nehme mal die 1. Das wirst du nie rausfinden. Ja, ich nehme mal die 1. Okay. Und später lese ich noch 2 und 3. Das kannst du dann privat gerne nochmal nachkontrollieren. Du kriegst jetzt also eine Frage, die aus 3 Fragen besteht und könntest gleich mal 300 Punkte auf dein Konto bekommen. Mit Recht. Hier kommen die Fragen nur für dich und es geht um Oliver Kalkofes absolute Lieblingsserie Schirm, Scham und Melone. Richtig. Sein Spezialgebiet. Also, warum wurde die erste Folge mit Emma Peel in Deutschland erst in den späten 90er Jahren gezeigt? Warum kündigte sie am Ende der 5. Staffel ihren Dienst? Und wie hieß ihre Nachfolgerin? Also die erste Folge, die gedreht wurde, war das Mörderinstitut, besser gesagt, die Folge, wo sie im Sarg liegt. Und deswegen, vielleicht habt ihr eine andere Information, vielleicht meint ihr eine andere Folge, eine, wo sie zu sexy war. Hier, das ist aber nicht die erste Folge. Hier heißt es, sie trägt ein Sadomaso-Lederkostüm mit Stachelhalsband. Das ist richtig, das ist aber die Folge zur Hölle, Sir, wie hieß die in Deutsch? Das war eine andere Folge, Touch of Brimstone. Und die hat, war nicht die erste Folge. Oh. Tut mir leid. Deswegen. Unter anderen Umständen würde ich jetzt irgendeinen Oberschiedsrichter anrufen, aber in dem Fall spare ich es mir einfach, meine Damen und Herren. Das geben wir dir dann die 100. Jetzt haben wir aber ja noch 2 Fragen mit da drin gehabt. Die nächste war, warum sie ausgestiegen ist. Ja. Ihr Mann taucht wieder auf. Er ist doch nicht tot. Er ist doch nicht tot. Peter Peel taucht wieder auf und holt sie am Ende im Auto ab. Mhm. Und ihre Nachfolgerin ist natürlich Tara King. Das ist richtig. Ja. 300 Punkte für Herrn Kalkofe. Vielen Dank. Olli Kalkofe, nicht Oliver Welke. Nicht, ganz wichtig. Ja, den Sie vielleicht aus den beiden zu Recht sehr erfolgreichen Wixxer-Kinofilmen kennen. Sein Kollege dort als Inspektor Very Long natürlich Bastian Pastewka. Auch von dem hier noch ein paar Highlights. Hallo, liebe Liebende. Ich freue mich wahnsinnig, dass ihr eingeschaltet habt zu Sex TV. Mein Name ist Briscoe Schneider. Nachher gehen wir auf die Abschiedsparty. Da macht der Redakteur dann Zaubertricks. Wir beide müssen eine Rede halten und so tun, als wüssten wir noch nicht, dass wir zu den Privaten gehen. Ah, da ist Kalkofe. Bis nachher. Viel Spaß. Tschüss. Ich weiß nicht, irgendwie kann ich den Kalkofe nicht leiden. Ich auch nicht. Ist ein Arschloch. Hey! Na? Na, alter Sack. Jetzt kennen wir euch zu, hinter den Kulissen des Fernsehens. Ja. Jetzt sind natürlich viele Menschen im Publikum menschlich enttäuscht, weil sie jahrelang gedacht haben, ihr werdet wirklich befreundet und dann kommt so ein Ausschnitt, der alles runterzieht. Die Serie Pastewka, müssen wir sagen, ist nicht wirklich dein Leben, sondern so eine Art Paralleluniversum. So ist es. Aber da kann ich Wahrheiten aussprechen, die... Nein, also bis jetzt auf das natürlich, das ist es jetzt nicht. Das ist ja, war kein gutes Beispiel. Nein, war kein gutes Beispiel. Auch du hast ein Spezialgebiet. Richtig. Mit dem wir heute anfangen, nämlich Louis de Funès. Richtig. Ja, der Mann, der sich aufregen konnte wie kein Zweiter.
auch für dich jetzt die Möglichkeit, dich zwischen 1, 2 oder 3 zu entscheiden. Ich nehme den Umschlag Nummer 2, Oliver. Vielen Dank, Bastian. Ich freue mich. Louis de Funès. Also. Okay. Du kannst das. Ich weiß, du kannst das. Stellst du alle drei Fragen hintereinander oder einzeln? Weil das fand ich eben ziemlich schwer, was er da... Na gut, mach. Gut, dann machen wir für dich die einfachere, die Waldorf-Version und ja, ich mach's in Einzelteilen. Gut. Welche Rolle spielte Louis de Funès in den Fantomas-Filmen? Den Kommissar. Wie hieß der? Geht ja gut los. Ja, gib mir mal erstmal die zweite, weil ich muss erstmal warm werden. Also doch. Ja. Welches Auto fuhr er? Citroën? Ja. Also den Citroën DS, die Göttin. Aber das lassen wir jetzt einfach mal kommen. Das Auto, die Marke stimmt. Ist einfach. Ja. Welcher Verwandte von ihm spielte einmal mit? Sein Sohn. Und zwar heißt er Olivier de Funès. Passenderweise heißt der Olivier, genau. Natürlich. Also wie denn heißt sonst? Nicht etwa Oliver Wilke de Funès? Nein, schon klar. Alles habe ich ja nicht gemacht. Nein, das ist richtig. Mattscheibe damals schon. Richtig. So, jetzt fehlt immer noch, welche Rolle spielte Louis de Funès in dem Fantomas-Film? Du hast gesagt Kommissar. Ich weiß den Namen leider tatsächlich nicht. Ich gebe es zu. Kommissar Schiff? Also wenn, dann musst du schon gut vorsagen. Ja, laut. Juvet hieß das, glaube ich, richtig ausgesprochen, oder? J-U-V-E. Ja, Kommissar Juvet. Komm, Kommissar war ja richtig, deswegen lassen wir mal gelten. Jetzt sind wir mal nicht fälschlicher als der Papst. Sehr schön. Kann man gerade so gelten lassen. Ja. Und damit sind wir auch schon bei unserem dritten prominenten Experten. Und der hatte eine absolute Lieblingsserie. Das war Raumschiff Orion. Hier auch noch mal ein paar Highlights aus dem Schaffen und Werk von Olli Dittrich. Es ist ein Titan. Ja. FCKW, das ganze Programm war in dem Müll drinne. Und die Möwen haben das aufgefuttert. Und jetzt sind die Möwen in Bochum alle schwul. Das ist recht hier. Du denkst wohl, ich bin doof. Nein, ich denke nicht, du bist doof, aber das ist ein Auto, das ist eben ein bisschen flacher. Nimm mich jetzt auch, wenn ich stinke, denn sonst sag ich winke, winke und goodbye. Denn dort drüben an der Lampe ist doch schon die nächste Schlampe für mich. Olli Dittrich! Ehrlich? Ja. Olli Dittrich war gerade selber fast ein bisschen ergriffen und gerührt und hat nur gesagt 26er Jeans, ja, als er sich da oben gesehen hat. Ja, die letzten Aufnahmen, ist auch interessant, dass man auf alten Fotos immer jünger aussieht, oder? Verrückt, ja. Und schlanker manchmal auch. Aber ich kann es mir auch nicht noch schlanker, ja. Das waren die Zeiten, als ich noch 26er Jeans getragen habe. Ja. Außer Olli, der sah immer so aus. Ja, der sah immer so aus. So, dein Spezialgebiet, ich habe schon angedeutet, Raumschiff Orion. Naja, Spezialgebiet, aber... Ja. Für welchen Umschlag würdest du dich denn entscheiden wollen? Den hältst du so hoch, das macht man bei schlechten Kartentricks, damit man den nimmt. Genau. Oder den hier. Ich mache einfach mal so. Ja. Ach, das ist die 1 natürlich. Ja. So, drei Fragen. Raumschiff Orion für Olli Dittrich, der hoffentlich auch die 300 Punkte kassiert. Bei dir mache ich es hintereinander, du hast ja noch eine Auffassungsgabe, die funktioniert. An welchem legendären Ort unter dem Meer tanzte die Crew der Orion? Wie hieß der Chef mit vollem Namen? Und nach welchem Tier sind die Feinde der Orion benannt? Hinten angefangen die Frogs. Die Frösche, genau. Das waren sehr schöne Papierflugzeuge im Übrigen. Ja, genau. Sehr, sehr gut gemacht. Sehr trashig auch. Commander Cliff Alistair MacLean, gespielt von Dietmar Schönherr. Richtig. Und was war das Erste? Unter Wasser, also ein Strudel in einem Aquarium in Wahrheit gewesen. Ja, genau. Ist das gemeint? Das hatte einen Namen, dieser Ort, wo die sich dann immer so zur Freizeit unter dem Meer getroffen haben. Zum Tanzen zum Beispiel, was sehr gut aussah. Diese Bar da, ne? Ja, genau. Die hatte einen speziellen Namen. Das weiß ich leider nicht. Luna Bar? Starlight Casino. Natürlich. Er hätte es nicht gewusst. Ist aber auch schon lange zu. Aber 200 Punkte. Hat schon lange zu. Vielen Dank. Danke. Hat schon lange zu. Die besten, die wir hier wunderbar assistiert haben. So. Das war jetzt sozusagen nur die Aufwärmrunde. Jetzt eröffnen wir die legendäre Wer hat's gesehen Wand mit der Ereignisshow Fragezeichen Serienstars. Auch das erinnert bewusst ein bisschen an den großen Preis, genau wie die Kugeln, hinter denen ihr steht. Und weil das ja immer eine klassische Sendung für die ganze Familie war, habe ich mir überlegt, es wäre schön, wenn wir die mit einer Art Fanfare einläuten können. Und wie es sich trifft, haben Herr Dittrich und Herr Pastewka eine Spezialfähigkeit, die man eigentlich im Leben für nichts braucht. Für nichts. Aber für wirklich gar nichts. Aber sie schaffen es, und jetzt schneiden sie sich an, auch hier im Publikum, diese beiden Teufelskerle schaffen es, parallel die Eurovisionsfanfare und die Dallas-Anfangsmusik gegeneinander zu singen, ohne aus dem Konzept zu kommen. Haben Sie sowas schon mal gehört? Sie sind zu Recht verblüfft, meine Damen und Herren. Ja. Warte mal. Wer singt denn was, damit wir den Unterschied erkennen? Also der Plan ist, dass ich die Dallas-Melodie singe und ich die Eurovisionsfanfare. Genau. Okay. Okay. Ich sag, Sie schaffen es nicht. Top, die Wette geht. Dann. Ne? So. Ne? Okay.
Eins, zwei, drei. Sehr, sehr gut. Und ich würde vorschlagen, wir könnten Herrn Kalkofe jetzt rückwärts das Lied der Schlümpfe singen lassen, aber wir fangen an mit der ersten Frage. Aus welchem Themengebiet kommt sie denn? Das ist eine Show-100-Frage. Also müsste noch eine vergleichbar leichte Frage sein. 100 Punkte gäbe es. Hier kommt sie. Wer begrüßte seine Zuschauer immer mit Hallo Freunde? Heribert Fassbender, Desiree Nosbusch, Ilja Richter oder Peter Illmann? Wie mache ich das jetzt hier? Einfach das C. Auf die Schrift. Ja. Ist schon klar. Olli Kalkofe gibt Hilfestellung. Ich glaube, ich habe das auch gemacht. So, aber du hast das C gefunden, entscheidest dich, wie die beiden anderen Herren auch, für Ilja Richter. Aber es ist falsch, oder? Was denn? Dass ich. Ihr habt auch C gedrückt? Ja, ja klar. Das ist gut. Das war eine Gruppenentscheidung. Alle glauben, es war Ilja Richter. Naja, ist geil, stimmt. Also, wer hat denn nun seine Zuschauer immer so begrüßt? Jawohl. Hier kommt der Film, der es uns nochmal zeigt. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Hallo, Freunde! Hallo! Natürlich! Legendär! War doch diese Genossin. Ja. Ilja Richter. Der ja vor allem berühmt war für seine gesungenen Sketche, die, glaube ich, in der Mattscheibe Olli schon mal auch schon drin hatte. Aber ich finde diese Begrüßung, merkt ihr, die macht das auch. Ich finde dieses Beugen, die Hände so nach hinten. Ich komme aber gar nicht mehr so weit runter. Das konnte ich nie. Ich komme vor allem nicht wieder hoch. Ja. Bei mir will das keiner sehen. Da hat auch mal Berti Vogts übrigens mitgespielt. Ja, in einem der gesungenen Sketchen. Ja. Wie später auch im Tatort. Also Fußball. Im Tatort hat er den berühmten Satz gesagt, gib dem Kaninchen eine Möhre. Ja. Das war eine Möhre extra. Eine Möhre extra. Und dann mit diesem leichten rheinischen Ja hinten dran. Genau. Das hat es sich verdient. Aber das, was Sie gesendet haben, soll noch der beste Take mit ihm gewesen sein. Ja, natürlich. Heißt es. Ja. Hier kommt das nächste Thema. Ihr könnt jederzeit mal den Joker zücken. Fragezeichen 200. 200 Punkte für die richtige Antwort auf diese Frage hier. Wie oft singt, das finde ich sehr schön, Rex Gildo am Anfang Hossa in der Fiesta Mexicana? Jetzt ist mal kein fotografisches, sondern ein akustisches Gedächtnis gefragt. Kalkofe tippt auf dreimal. Und Bastian zählt noch nach in Gedanken. Ja. Also wenn er richtig einsetzt, meinst du, ne? Genau, bevor das Lied so richtig losgeht. Eigentlich noch der beste Teil des Liedes, wie ich finde. Natürlich. Aber der Mittelteil ist auch nicht schlecht. Der Mittelteil ist auch ganz gut, ja. So, zwei verschiedene Versionen sind hier auf dem Markt bei unseren Kandidaten. Er hat es tatsächlich immer genauso gemacht, wie wir es jetzt hören. Nur damit nicht irgendwelche Schlaumeier hinterkommen, aber er hat es auch mal anders gesungen. Es war wirklich immer so. Das liegt daran, dass es meistens ein Vollplayback war. Deswegen konnte er gar nicht anders. Doch, er hat es manchmal dreimal gemacht, aber es lief trotzdem viermal. Ja, genau. Er hat den Mund nur dreimal bewegt. Genau. Das ist nicht schlecht. Jetzt zählen wir mal durch. Wie oft war es denn? Alle können jetzt mal mitzählen. Hier kommt der Ausschnitt. Fiesta Mexicana heißt sein neuer Titel, der zum Mitklatschen und zum Mitsingen animieren soll, wenn ich das mal hier an unser Publikum auch gleich weitergeben kann. Übrigens eine kleine Pointe am Rande. Rex Gildo ist noch nie in Mexiko gewesen. Das soll sich aber bald ändern, denn im Mai fliegt er auf Einladung der Regierung nach Mexico City, um dort diesen Titel auch in Spanisch vorzustellen. Ossa, 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 ossa. Fiesta, Fiesta Mexicana. Heute gebe ich zum Abschied für alle ein Fest. Fiesta, Fiesta Mexicana, es gibt viel Tequila, der glücklich sein lässt. Ja, Bastian Pastewka singt hier den Text mit, aber bei den Hossas hat er sich verzählt, nur Olli Dittrich. Ja. Gut, dann kommt die nächste Frage. So, ein Ereignis, 300 Punkte, geht der erste Joker auch schon raus. Oh. Ich weiß nicht warum, aber ich dachte, ich mach das jetzt mal. Bastian Pastewka, du hast ja in deiner Fernsehvergangenheit schon das eine oder andere Trauma überstanden, zum Beispiel dein Sindbad-Trauma, wenn du die Gruppe vielleicht daran teilhaben lassen möchtest.
Das ist völlig richtig. Und zwar ist es so, dass in der allerersten Folge Sindbad, Sindbad trägt seine komplette Familie und Piratenfreunde und sehr, sehr viele Menschen verliert, weil Sindbad mit seinen Seefahrern auf große Fahrt geht. Dieses Schiff kriegt dann irgendwie Probleme. Es handelt an einer, es ankert an einer Insel. Diese Insel bewegt sich aber plötzlich, weil sie, wie wir lernen, auf dem Rücken eines Wals ist. Das Schiff wird mitgezogen, alle sind tot mit Mann und Maus. Und dann kommt am Schluss die Musik Sindbad, Sindbad, schaut, wie viel Glück dieses Kind hat. Ja. Da hatte ich große Angst vor. Richtig. Und warst dann raus aus der Serie? Ich war raus und habe die nächsten 76 Folgen mir nicht mehr angeschaut. Boykottiert. Richtig. Gut, ZDF hat sich davon heute nicht erholt, von diesem Schock. Dann wäre es jetzt hart, wenn eine Sindbad-Frage käme, die sich auf irgendwas nach Folge 1 bezieht. Darum geht es aber nicht. Gut. Es geht um John F. Kennedy. Aha. Aha. Was rief denn John F. Kennedy einen Tag vor Ich bin ein Berliner? Einen Tag vor? Ja, also Ich bin ein Berliner hast du schon mal gehört, aber am Tag vorher hat er in einer anderen Stadt was gerufen. Hat er Köller Alarv gerufen, Moin Moin, Grüß Gott München oder immer Räume im Appleboy? Da kannst du vielleicht im Ausschlussverfahren rangehen. Gut. Ich glaube ja, dass John F. Kennedy ein großer blauer Bock-Fan gewesen ist und entscheide mich für den. Und sage immer Räume im Appleboy. Ist mir doch völlig. Manchmal, natürlich. Manchmal versuche ich noch über spontane Hustenkrämpfe zu helfen, aber er war zu schnell für mich. Da kann ich natürlich. Dann. Wobei, hat vielleicht Köller Alarv gerufen, oder? Immer Räume im Appleboy kriegt man als Deutscher kaum hin. Wie das ein Amerikaner schaffen soll, ich weiß es nicht. Aber gut, wir wollen mal reinhören. Ein Tag vor der berühmten Ich bin ein Berliner Rede hat er den hier gebracht. For Cologne is not only an ancient German city. It is also an ancient European city. It is in this spirit that I come to Cologne to see the best of the past and the most promising of the future. May I greet you with the old Rhenish saying, Kern Alaf. Das hat keiner gewusst, oder? Das hat München gemacht. Ja. Ach, schade, ja. Und dabei wohnst du in Köln. Natürlich. Hättest du einfach aus Versehen die Stadt nehmen können, wo du selber wohnst. Naja, das Gute ist, du kannst auf regulärem Wege ja weiter Punkte einsammeln. Nur der Joker, der ist jetzt einfach mal. Und die 300 Punkte werden mir abgezogen? Nein, abgezogen wird nicht. Ach, das ist nett, Olli. Naja. Ach, bitte, hör mal. Das macht ja doch Spaß hier. Ich meine. Wichtig ist mir, dass du dich entspannst. Ja, natürlich. Naja. Gut, machen wir weiter. Nächste Frage. So, Serienfrage, auf die jetzt vielleicht warten sollen. 300 Punkte gibt es für die Antwort auf diese Frage. Wie viele Ehefrauen hatte der manchmal so nachdenklich wirkende Ben Cartwright von Bonanza? Keine, eine, drei oder sechs? Da ist Olli Kalkofe natürlich zu Hause auf der Ponderosa. Jahrelang gelebt. Ich sehe immer die Bonanza-Folge, wo sie Hop Singh den Zopf abschneiden. Ja, die war sehr grausam. Jetzt eine gemeine Folge, wo sie ihm den Zopf abschneiden und er ist dann in seiner Ehre gekränkt. Aber danach hast du dann auch nicht mehr geguckt. Nein, ne? Das war mir auch zu brutal. Joe, ich musste drei Frauen, die ich geliebt habe, begraben. Deine Mutter, Adams und seine. Ja. Stimmt, ne? Völlig korrekt, Herr Kalkofe. Drei Frauen musste Ben Cartwright beerdigen. Völlig richtig. Jeder Sohn stammte von einer anderen Frau und direkt danach ist die Frau dann immer gestorben. Also das ist meine Pechsträhne. Aber kann passieren. Dafür hat seine Pferdezucht sehr gut funktioniert. So, hier kommt die nächste Frage. Zu welchem Gebiet? So, 400 Stars. Das müsste schon ein bisschen schwieriger sein, wenn es dafür 400 Punkte gibt. Wer hatte als 17-Jähriger in einer Talentshow von Michael Schanze seinen allerersten Auftritt? Thomas Anders, Hubert K., Herbert Grönemeyer oder Dieter Bohlen? Da hat er immer das Lied gesungen, ne? Hätten Sie heute Zeit für mich, hat er immer gesungen als Lied. Ja. Hätten Sie heute Zeit für mich, da hat ja jeder Moderator ein Lied am Anfang gesungen. Auch das habe ich vermisst hier, finde ich. Ja. Sehr schade. Wer hat's gesehen? Ja, genau. So ein kleiner Tanz, das fände ich sehr schön. Als das Anregung für die nächste Staffel. In der nächsten Staffel tanze ich am Anfang und singe ein Lied. Wer wäre denn überhaupt zu so einer Talentshow gegangen von den Vögeln? So kann man ja auch mal rangehen. Ja, lustigerweise weiß ich es von einem, dass er das gemacht hat.
Aber ob er, also so eine nicht im Fernsehen übertragene Talentshow, da habe ich den nämlich zum ersten Mal gesehen, tatsächlich. Okay. Und das war Hubert K. alias Hubert Kemmler, der mit seiner damaligen Band Choice Quality, das hatte er von einer Camel-Schachtel an der Seite abgelesen und die Band so benannt, auf verschiedenen Talentwettbewerben aufgetreten ist. Aber ob das. Das war aber auch, nicht im Fernsehen. Ob er auch zu Schanze gegangen ist, wage ich zu bezweifeln. So. Interessanterweise hat sich jetzt Bastian Pastewka der Theorie von Olli Dittrich angeschlossen. Natürlich. Olli Dittrich hat aber was völlig anderes eingeloggt. Ja. Das möchte ich dir nochmal mit auf den Weg geben. Ja, also möglicherweise hat er dich da so ein bisschen gelingt. Solange Herbert Grönemeyer jetzt nicht Kölner Alarm singt, ist alles gut. Ja. Das müsste jetzt eigentlich C sein, das ist das Einzige, was wir nicht eingeloggt haben. Ja. Hätten Sie heute Zeit für uns, hieß die Show. Und wer hatte da seinen ersten großen Fernsehauftritt? Gucken wir mal rein. Thomas, angenommen mal, über Nacht klappt es unwahrscheinlich. Du wirst über Nacht ein Riesenstar. Alle wollen nur noch Thomas Anders hören und sehen. Was würde dann mit deiner Schule sein? Die Schule würde ich auf jeden Fall fertig machen, weil ich noch anderthalb Jahre vom Abitur stehe. Und jetzt die Schule abzubrechen, das wäre sehr, sehr dumm. Dann würde ich das ganz bestimmt später irgendwann mal bereuen. Denn man weiß ja nie, wie der Beruf, wie es weitergeht und ob es weitergeht, erfolgreich weitergeht. Du stehst im Regen und spürst ihn nicht und dein Haar weht dem Wind. Super. Oh, ich wollte es nicht hören. Super. Ach, Mensch. Das ist schon wirklich. Jetzt rufen viele an, die das zu Ende hören wollten, wette ich. Das müssen wir vielleicht noch als Klingelton bei uns im Netz anbieten oder sowas. Sehr schade. Na gut, also das hat Olli Kalkofe instinktiv richtig eingeschätzt. Die anderen beiden haben sich gegenseitig in die Irre geführt. Das kommt auch mal vor. 1100 Punkte jetzt bei Oliver K. Punkt. Hier kommt die nächste Frage. Wir haben ja noch einige. Fragezeichen 300. Wer ließ sich im Jahr 2001... in so demütigender Weise bei Sat.1 die Brust wiegen? Verona Feldbusch, Nadja Abt-Pfarrer, kurz Nadel, Ariane Sommer oder Jenny Elvers? Ja, die Fragen werden sofort eingeloggt. Natürlich, das ist, so. Wir können ein bisschen Zeit rausholen. Komischerweise hätte ich von euch gedacht, dass ihr nur so Qualitätsfernsehen guckt, aber da habt ihr zufällig gerade reingeseppt an der Stelle. Ja. Titten wiegen bei Sat.1, das war eine Woche damals. Ne? Ja, ja, das war eine Wieso hast du auch mitgemacht? Ja, ja, ich war auch dabei. Ja. Ich hab verloren, aber leider. Ja, es gab natürlich. Wahrscheinlich gab es dann kurz danach bei ProSieben die Show Die 100 nervigsten Brüste, könnte man sich vorstellen, als Nachfolgeformat. Die Geburtsstunde des Fun-Freitags, schätze ich. Ne? So, genau. So, alle trauen es Nadel zu, aber auch hier wollen wir natürlich nochmal das Original sehen, um uns, da sind wir als Journalisten gezwungen, ein Bild zu machen. Möge erhebendes Geschehen beginnen. Hahaha, sehr schön, hervorragend. Mr. Tiki Tappi glücklich, ist sehr schöne Aufgabe für ihn. Sehr nett. Oh, ja. Ja, herrlich. Natürlich, die Brust wurde vermessen. Ja. Und jetzt mal gleich noch eine Frage kurz hinterhergeschoben für alle, die glauben, das kann man geschmacklich nicht mehr toppen. Wer erinnert sich, was in der Folge darauf gewogen wurde? Der, war nicht Gotthilf Fischer, hat seinen Penis wiegen lassen. Das, ja. Ui. Da kollabiert jemand. Ja. Und Sie er war messbar. Das war die Überraschung. Das merken wir uns. Jedes Mal, wenn du das Wort Penis sagst, kreischt dort irgendjemand. Penis. Versuch's doch mal. Penis. Blücher. Oder Gotthilf Fischer. Was ist es? Versuch's einfach nochmal. Das ist super. Ja. Wenn du mich fragst, ist es die Kombination Penis von Gotthilf Fischer. Ja, ich glaube, das funktioniert. Ja. Der kleine Taktstock. Sonst habe ich immer sehr viele. Die Glocken von Rom. Die Glocken von Rom. Ja. Wäre auch ein großer Schlager. Das ist im Grunde traurig, wenn man als 73-jähriger Mann, der immer für seriöse Unterhaltung gestanden hat, sich dann bei Sat.1 das Gehänge wiegen lässt. Aber gut. Kann uns allen noch passieren. Das kann uns allen noch passieren.
können wir noch nicht mit Steinen werfen. Genau. Absolut nicht. Ja, noch weiß, womit man sich durchschlagen muss. Wenn man beim neuen Live erraten wird. Ja, genau. Ja. So, fürs Gehänge gibt es keine Punkte, meine Damen und Herren. Schade. Ja, sehr schade, aber wir machen weiter auf der Wand. 400 Punkte, Ereignis. Im Grunde was für Herrn Pasewka, der seinen Joker aber leider schon verschossen hat. Hier kommt die Frage, er darf ja mitspielen. Mit wem verglich Willy Brandt 1985 Heiner Geißler? Mit Uli Hoeneß, mit dem Baron Münchhausen, mit Oliver Twist oder mit Josef Goebbels? Riesenaufreger. In einer Sendung hat er das geäußert. Gut, Bastian war damals noch sehr, sehr jung, müssen das ist wir richtig. So sagen. Da war, wie alt warst du da, wenn ich überhaupt? Ich bin in dem Jahr geboren worden. Ja. Also, wir haben ja einmal den Baron Münchhausen und zweimal den Josef Goebbels. Willy Brandt. Ich glaube, es tat ihm hinterher in der Sache nicht leid, aber was den Ton angeht, fand das dann selber nicht mehr so gut. Und auch hier gucken wir uns den Ausschnitt schnell nochmal an. Wenn Sie laut werden, ist das ja nur ein Beweis dafür, dass Sie ein schlechtes Gewissen haben. Unserem Volk durch aber diese Lügen. Aber Herr Brandt, was Sie alles in Amerika vor ein paar Tagen gesagt haben, das hat der Bundesrepublik geschadet. Nein. Und nicht das, was ich hier dem deutschen Publikum sage. Die Leute konnten ja lesen, was Sie gesagt haben. Sie sagen den Menschen Unwahrheit, Herr Bundeskanzler. Ich lasse das nicht durchgehen. Was haben Sie alles gegen den amerikanischen Präsidenten? Das stimmt doch gar nicht. Ja, ich war doch mitten im Land in den letzten Nacht. Das stimmt doch gar nicht. Was Sie in diesen 10 Tagen gegen den amerikanischen Präsidenten... Nein, Sie sagen dem Volk die Unwahrheit, Herr Bundeskanzler. Ich lasse das nicht durchgehen. Ob so können Sie nicht die Partei behandeln, die in Nordrhein-Westfalen die Mehrheit hat. Entschuldigung. Gibt es nicht. Sie können in Ihrem Parteibüro brüllen mit Ihren Mitarbeitern, aber hier nicht mit uns. Auch mit Ihnen, wenn Sie die Unwahrheit sagen. Und ein letztes. Lassen Sie doch Heiner Geißler beiseite. Heiner Geißler tut für unsere Partei seine Pflicht, wie Ihre Leute auch. Und wenn er aus seiner Pflichterfüllung heraus, aus seiner Überzeugung, den Finger auf Punkte legt, die ihn offensichtlich... Ein Hetzer ist er, seit Goebbels der schlimmste Hetzer in diesem Land. Och, Herr Brandt, also Herr Brandt, lassen Sie doch solche Vergleiche weg. Die stehen Ihnen überhaupt nicht an. Ja, Josef Goebbels, ui. Das war der Vergleich. Ui. Riesenthema damals. Wobei das eigentliche Opfer war natürlich der Kollege vom Ton, der wahrscheinlich jedes Mal gestorben ist, wenn Willy so auf dem Ding rumgetrommelt hat. So, Punkte haben in dem Fall die etwas älteren Herren bekommen, Olli Kalkofe und Olli Dittrich. Bastian war aber, wie gesagt, noch wahnsinnig jung damals. So, hier kommt das nächste Thema. 2 Joker sind noch im Spiel. Stars 100. Es geht um Heino. Was fehlte 1969 noch bei Heino? Die markante Stimme, das blonde Haar, die Gitarre oder die Brille? Heute möchte man keins davon mehr missen, aber irgendwas fehlte noch 69. Hier haben die Herren quasi synchron abgestimmt. Deswegen wollen wir es auch nicht allzu lange hinauszögern. Hier sehen wir einen Ausschnitt aus dem Jahr 1969. Früher lebte ich noch im wilden Westen. Gold zu finden war mein großes Ziel. Bis ich eines Tages den Indianern in die roten Hände fiel. Der Navajo, der kennt kein Scherz. Er wollte nur mein goldenes Herz. Ja, 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 die Sonne von Mexiko. Das war die wildeste Rothaut der Navajo. Heute noch brennt mein Herz lichterloh. Denk ich an Navajo. Ja, mein großes Lied. Heino ohne Brille. Seltene Archivaufnahme. Nein. Aber sehr, sehr schöner Text, ja, oder? Wie ich ihn in die roten Hände fiel. Ne? Ja, den Indianer kennt keinen Scherz. Ja. Man muss im Nachhinein bei allem Respekt vor seinem Lebenswerk sagen, das mit der Brille war vielleicht keine so schlechte Idee. Also das war schon in Ordnung. So, weitermachen wir. Immer noch 2 Joker dabei. Serien 100. Und Herr Kalkofe, hey. Zieht den Joker. Du wirst es sicherlich öfter gefragt, aber Achim Menzel ist gar nicht dein Vater, ne? Nein, also die Tests laufen noch. Wir machen das bei Olli bei Geißen, Brit oder? Irgendwann. Bei, ja, Geißen hört ja auf, weiß nicht, ja. Irgendwie, wenn wieder eine neue Talkshow kommt, werden wir das machen. Aber er ist nach wie vor dein spirituelles Vorbild. Ich würde ihn gern adoptieren, um ehrlich zu sein. So rum wird ein Schuh. Aber die Tierschutzgesetze im Osten sind sehr hart. Ja, der Mann hat gerade seinen Kahn der guten Laune verloren. Ja, meine persönliche Lieblingssendung. Also da verbietet sich mal jede Häme.
Ne? Gut, Achim Menzel-Frage wäre schön. Es ist aber fast genauso schön eine Biene-Meyer-Frage. Nur für dich. 500 Punkte könnte ich dir geben, wenn du weißt, warum heißt die Biene Maya Maya? Nach der Königin. Es ist ihr erstes gesprochenes Wort. Die Tochter des Autoren heißt so. Oder es gibt keinen Grund. Oh, das ist aber eine gemeine Frage für 100. Nein, ich weiß es nicht. Ich würde... Dann nimm doch was Bescheid. Ich sage einfach mal... ich sage D, es gibt keinen Grund. Ja. Ach so, muss ich einen ja, loggen. Das wäre gut, sonst müsste ich da rüberkommen. Ja. Verdammt. So. Sehr kokett. Es gibt keinen Grund. Haben wir erfolgreich eingeloggt. Hier ist ein Ausschnitt, der angeblich sagt, wo der Name herkommt. Ist da keiner? Natürlich sind wir hier. Komm raus, Maya, komm raus. Du bist die Einzige, die uns noch fehlt. Wer ist Maya? Bin ich die Maya? Und warum habt ihr mich die Maya genannt? Ja, eigentlich ohne jeden besonderen Grund. Einfach, weil jeder einen Namen haben muss. Ah. Ich hab gerade gedacht, ich... Super. Ja. Ich habe gerade gedacht, ich bin total bescheuert, dass ich das wähle, weil natürlich muss es irgendeinen Grund geben, wenn die das machen. Aber oft hilft es, wenn man einfach das nimmt, was am bekloppt ist. Manchmal hilft es, bescheuert zu sein. Ja, absolut. Das hat dir immerhin schon 2400 Punkte eingebracht. Damit liegst du im Moment schön vorne. Aber es kann sich alles noch drehen. Hier kommt die nächste Frage. Aber schwere Frage. Ereignis 100. Wie nannte sich das Mobilfunknetz der Telekom im Jahr 1991? A1, B1, C1 oder D1? Publikum sind einige irritiert, dass der ausgerechnet jetzt so lange braucht. Ich hatte auch noch kein Handy. Es war nicht gerade ein glanzvoller Start heute für das neue Mobilfunknetz D1. Zu viele Fragen sind noch offen und vor allem, es gibt noch keine Geräte. Die ersten Attrappen sollen allerdings im Handel sein. Für 800 Mark können Sie einfach so tun, als ob. In dem neuen digitalen Netz drahtlos zu telefonieren, soll das reine Vergnügen werden. Schnell, auf viel mehr Kanälen als bisher im C-Netz, ohne das störende Rauschen und die Frequenzlöcher, die die Autotelefonierer so sehr ärgern. Der Qualitätsunterschied sei der wie zwischen Schallplatte und CD. Das kleinste Modell vom C-Netz ist das Pocky und kostet knapp 6.000 Mark. Die neuen Modelle des D-Netzes werden die Hälfte kosten, sind aber noch gar nicht auf dem Markt. In ein paar Jahren sollen sie kaum noch größer sein als eine Zigarettenschachtel. Herzlichen Glückwunsch zur Inbetriebnahme des D1-Netzes. Die Verbindung ist gut. Hören Sie mich auch gut? Ja, aber er spricht vom Festnetz. Ja, ganz gut. Genau. Ganz normales Telefon. Super. Ja. Pocky für 6.000 Mark, ein echtes Schnäppchen. Aber es gab es ja noch gar nicht zu kaufen. Es gab das Netz, aber keine Geräte. Ist nur fair. Finde ich super. Unsichtbare Handys. So, machen wir mal direkt weiter. Nächstes Thema. Show 300. 300 Punkte. Und da haben wir den Joker. Bei Herrn Dittrich, der sich auch was zutraut. Sehr gut. Muss ja mal sein. Olli Dittrich, der früher, das habe ich gehört im ZDF, ganz gerne eine Sendung für ausländische Mitbürger gesehen hat. Was hat den speziellen Reiz dieses Formats für dich ausgemacht? Dass es die erste Sendung war, die am Samstagnachmittag von unseren Eltern erlaubt wurde zu gucken. Also fing man auch damit an. Ja. Währenddessen meine Brüder noch eher überlegt haben, währenddessen also bis dann Daktari kam oder so zu spielen oder die kleinen Strolche oder so, habe ich mir das deswegen sehr gerne angeguckt, weil man nichts verstanden hat. Zum Beispiel Jugoslavia Dobar Dan war eine Sendung für unsere Mitbürger aus Jugoslawien damals und das war sehr schön einfach zuzuschauen und nicht zu verstehen, worum es geht. Aber ich mochte das irgendwie gerne, diese Mundarten und so weiter oder so etwas. An welchem Wochentag lief das? Samstags, immer samstags und wir hatten jeder eine Tüte Eldorado und eine Flasche Cola. Ah, oh, wow. Ja. Und das ging dann nahtlos in die Sportschau über wahrscheinlich dann, ne? Ja, für mich, meine Brüder haben sich nicht so für Fußball interessiert. Ja, hat sich auch bis heute nichts dran geändert. Nein. Ja. Gut, dann wäre ja eine Fußballfrage jetzt ganz hübsch. Aber im Grunde ist das, was jetzt kommt, für dich auch gut, denn es geht um Musik. Aha. 500 Punkte gäbe ich dir, wenn du das hier weißt. Wer startete 1982
in der Hitparade mit der Gruppe Sunday seine Karriere? Peter Maffay, Nena, Dieter Bohlen oder Herbert Grönemeyer? Es war das Jahr 82, die Gruppe hieß Sunday. Und einer dieser vier hat damit seine musikalische Karriere gestartet. Es kann eigentlich nur Dieter Bohlen gewesen sein. Sag doch, warum du die anderen ausschließt. Weil Peter Maffay als Solokünstler schon viel zu populär war zu dieser Zeit. Das heißt, er hatte schon vor 82 seinen ersten Hit mit Du. Hat dann sozusagen ein bisschen Imagepflege betrieben, ist vom Schlagersänger dann zum Rocksänger konvertiert. War ja. Dann aber, weiß ich nicht mehr genau, ob er dann in der ZDF-Hitparade noch war. Ist auch wurscht. Auf jeden Fall, Nena ist ja ein Kind der neuen deutschen Welle. Müsste eigentlich, ja, das müsste 82, 83 gewesen sein. Und da war Nena schon Nena. Und ihre Band hieß vorher die Stripes. Das kann also nicht gewesen sein. Und Grönemeyer war nie in einer Band, schon gar nicht 82 in der ZDF-Hitparade, meine ich. Ja. Deswegen schreibe ich jetzt hier einfach mal, außerdem Bohlen wäre nie alleine irgendwo hingegangen. Deswegen nehme ich jetzt mal C. Ja, den Bohlen kann man nicht alleine irgendwo hinschicken, meint Olli Dittrich. Also, bei wem war es denn so, dass er 82 mit einer Band mit dem klangvollen Namen Sunday durchstarten wollte? Hier ist der Ausschnitt. Start Nummer 7 und die Gruppe Sunday. In der Nacht stehst du im Licht, singst für die verlassenen Herzen. Wenn dein Lied das Schweigen bricht, lächelst du, vergisst den Schmerz. Für Minuten bist du frei, denn die Stadt hält dich gefangen und du gibst dich auf dabei. Doch wer schaut schon in dein Herz? Und wenn die Gitarre weint, wenn sie auch zu lachen scheint, fühle ich, du bleibst nicht hier, dass ich dich wieder verliere. Halleluja. Nach Thomas Anders anfängen, jetzt auch sein erster Hit. Dieter Bohlen. Sein erster Hit. Übrigens muss man dazu sagen, dass er zu dieser Zeit auch schon Songs geschrieben hat für andere Schlagersänger. Unter anderem, waren die ähnlich gut wie das? Oder? Ähnlich, unter anderem für Bernd Klüver hat er damals geschrieben. Und er hat vor allen Dingen auch geschrieben, hat nicht geschrieben für Toni Marshall. Aber Toni Marshall hat zu dieser Zeit dieses Tanze Samba mit mir gehabt. Und ja, wenn genau, man hier genau hingehört hat, hat man festgestellt, eine gewisse Ähnlichkeit in der Melodiefolge. Ja. Vielleicht können wir den Fall nachträglich nochmal aufrollen jetzt, ja. 20 Jahre später, und von Bohlen das Geld zurückholen. Ansonsten wünscht man sich immer, oder man fragt sich immer, was würde er als DSDS-Juror zu sowas sagen, ja, wenn ihm das heute vor die Flinte käme. Finde ich scheiße. Ja. Siehst mega scheiße aus. Mega scheiße aus. Ja. Ja. Der Titel passt nicht zu dir. Genau. Ja. Und dein Outfit, wie du rumläufst, Alter. Ja, ja, ja. Oh. So, das waren die Anfänge von Herrn Bohlen. Anders hatten wir auch schon. Viel gruseliger kann es nicht werden. Was kommt als nächstes? 400, nochmal eine Serienfrage, müsste ein bisschen kniffliger sein, wenn wir nach der Punktezahl gehen. Welches umstrittene Thema, und das gefällt mir jetzt sehr gut, wurde 1972 in Der Bastian aufgegriffen? Rocker, ewiger Student, Homosexualität oder Künstler in einer Kommune? Der Bastian. Der Bastian guckt noch ein bisschen ratlos auf seinen Bildschirm. Nein, ich übe wichtige Gesten, so als würde ich es wissen. Ach so. Ah. Mach dir mal eine Notiz, das sieht auch immer gut aus. Ja, genau. Olli Dittrich hat es auch nicht gesehen. Ich überlege gerade, weil da gab es das eine oder andere umstrittenere Thema. Also was heißt umstritten, aber zumindest... Ja. War ja so ein bisschen sozialkritisch auch angehaucht von dem, frühe 70er? Früher. Der Bastian, um den es hier geht, hatte ja zumindest dann irgendwann eine feste Freundin, eine junge Ärztin. Das war Katrin Anselm übrigens, die Ärztin. Hilft das, wenn ich das... Karin Anselm, Schweinchen schlau. Ja. Karin. Horst Jansson, ja, es ist hier von der Akustik sehr schlecht zu hören. Horst Jansson war der Bastian. Richtig. Und Lina Carstens? Fuhr immer auf dem Fahrrad. So ist es. So, wir haben hier... Zweimal ewiger Student, einmal Homosexualität. Was war denn beim Bastian, worüber sich der ein oder andere ältere konservative Zuschauer vielleicht damals noch aufregen konnte? Sie sind Bastian, der 13., nicht wahr? Ja.
Sie sind ein 7-Monats-Kind. Ach, das wissen Sie bereits. Sie fielen einmal vom Baum, blieben zweimal sitzen, meisterten mit 22 ihr Abitur. Dann studierten sie Maschinenbau, liebten eine 30-Jährige, ihre Eltern standen Kopf, sie sattelten um. Auf eine 19-Jährige? Nein, nein, auf Pädagogik, sagt ihre Großmutter. Ja, ewiger Student. Ewiger Student. Olli Kalkofe, Bastian Pastewka, Punkte. Und an dieser Musik erkennen wir, dass Runde 1 zu Ende ist. Normalerweise würde es jetzt wieder heißen, der Schwächste fliegt, aber wir haben ja ein Promi-Special. Das heißt, wir haben die Regeln ein bisschen zu euren Gunsten verändert. Ihr zu meinen Gunsten. Zu deinen. Ich wollte keinen beim Namen, ich habe ihn nur angeguckt. Ja, ja. Das ist gut, cool. Ja. Der Schwächste bleibt. Also. Der Schwächste bleibt, heißt die Sendung. Ja, genau. Der Schwächste darf zumindest weiter mitspielen. Zweite Runde kommt jetzt, da kommen eure Buzzer ins Spiel. Wir zeigen euch jetzt Werbespots, schöne alte Spots von früher. Und es geht ein bisschen um Schnelligkeit. Wer zuerst den Spot, das Produkt meint zu erkennen, haut drauf, sagt den Produktnamen. Im Erfolgsfall gibt es 100 Punkte. Hier kommt die erste Reklame. Hey, lass mich mal ran! Es stimmt. Mit dem neuen Scout-Sicherheitsgurt passt der Scout. Ja. Ich bin ganz schlau und sag mal, es ist der Scout-Ranzen. Absolut richtig. Ja. Der Scout-Ranzen. Über 9 Millionen Exemplare wurden hergestellt. Hattest du auch einen Scout? Selbstverständlich. Ja. Selbstverständlich. Den blauen mit der rosa Tasche. Ich hätte es gerne andersrum gehabt, aber es gab es nicht. An meiner Schule hätte man mit einer rosa Tasche durchaus Probleme bekommen. Das war Standard, das war Standard. Man hatte keine andere Wahl. Nee, ist klar. Nein, das ging nicht. Absolut, hat dir deine Mutter gesagt wahrscheinlich. Richtig. So, hier kommt der nächste Spot. Hand bleibt am Buzzer. Ui, waren die Fritten gut. Dass diese Fettspritzer immer bleiben müssen, klappt es nicht? Nee. So, sehr früh erkannt, wenn es denn stimmt. Das ist der General. Der General ist richtig. Wow. Sehr, sehr gut. Sehr früh erkannt, wirklich. Das ist die Frau, der dann gleich diese Epauletten wachsen. Hast du es an der Frau erkannt oder an dem Mädchen an der mit dieser Frau und an der Bluse? An der Frau und an der Bluse und die bleibt dann, guckt dann so, oh, oh. Ja. Und dann wachsen ihr so Epauletten und dann geht alles wie von selbst. General, gegen Frittenfett, den Spot möchte man natürlich noch mal gerne ganz sehen, aber ist absolut richtig. Das glänzt nicht richtig, weil es nicht richtig sauber ist. Hier, der General macht alles wieder glänzend sauber. Aufgepasst. Ja. Und es duftet so frisch. Dann kannst du ja wieder Fritten machen. Der General, denn nur was richtig sauber ist, kann richtig glänzen. Genau, der General. Ja. Weltklasse. Wo sieht es so aus, möchte ich wissen. Was? Wo sieht es in einer Küche so aus? Ja, das möchte ich wissen. Wo sieht eine Küche so dreckig aus? Ich wusste nach der Werbung, dass ich den Militärdienst verweigere. Ich dachte, das wäre umgekehrt. Die Bundeswehr wollte dich nicht haben. Das war dann so, ja. Glück. Das war sehr ein trauriger Tag für die Bundeswehr. So, nach Frauen in Uniform, alle leicht echauffiert. Mal gucken, was als nächstes drankommt. B präsentiert, das ist... Ja. Bin ich das? Ja. Das ist der Supersensor von MB. Senso heißt er, natürlich. Oder Senso, genau, Supersenso. Ja, völlig richtig. Super Spiel. Tolles Spiel, wo man dann, man muss dann nachmachen, was der Computer vormacht. Das war furchtbar, es hat immer düt, dann musst du drauf düt, düt, muss stundenlang drücken. Warst du gut, ich war da wahnsinnig schlecht. Also jeder Schimpanse konnte es besser als ich. So ist es. Das war sehr früh weggeschmissen, das Spiel, das weiß ich noch. War für dich zu kompliziert. Aber ich hatte, wie gesagt, den großen, den Supersensor, den konnte ich auch nicht. Den gucken wir uns noch zu Ende an, da haben wir noch schöne 16 Sekunden. Die wollen wir genießen. Der tonangebende Computer gibt Farbfolgen vor, die muss man genau nachspielen. Das klingt einfach. Aber Sensos Elektronik denkt sich immer wieder was Neues aus. So läuft jedes Spiel anders. Und Senso bleibt ein nie nachlassender Spielspaß für alle. Senso von MB Electronics kann man auch alleine spielen. Ja, wenn man keine Freunde hat. Das macht man auch. Das macht man auch, ja. Kann man auch alleine spielen, hat dich damals sehr angesprochen natürlich. Ich glaube auch, wenn du das Spiel mit Freunden gespielt hast, hast du die auch verloren. Ja, so ist es. Auch vorbei, weil dann kam irgendwann keiner mehr. Nächste Reklame. Genau. Es war sehr riskant, aber ich glaube, das ist Fahr. Ja, würde ich auch sagen. Wenn der Ozean nicht zu Ihnen kommt, holen Sie ihn sich. An welcher Brust hast du es erkannt? Erstens, das Bildmaterial ist relativ alt und es ist definitiv die erste Werbung gewesen, in der eine barbusige Frau zu sehen war.
Das ist korrekt, der Fahrspot. Oh. Der dritte von Limoni. Ja. Ja. Nee, noch nicht, später. Ja, das war später, ja. Wenn wir uns jetzt gemeinsam den Spot angucken, werdet ihr begeistert sein, wie lange die es schafft, unter Wasser zu bleiben. Hier ist die Fahrwerbung nochmal in Gänze. Sich einfach hineinfallen lassen in diese sprudelnde, überschäumende Frische. Frische, die der Körper hautnah spürt, mit dem Schaumbad von Fahr. Denn Fahr hat die wilde Frische von Limonen, das Schaumbad aus der Frische-Serie von Fahr. Können wir es nochmal sehen? Die wilde Frische. Die wilde Frische von Limonen. So, einen haben wir noch, wenn ich richtig mitgezählt habe. Und der kommt hier. Mensch, bitte. Ich weiß es. Oh, ja, den kenn ich. Das ist Trill mit Jod das Elfkörnchen. Der Mann hat recht, natürlich. Nein. Der Trill-Spot. Völlig richtig. Elf steht für die 11 Mineralstoffe und Spurenelemente, die wichtig sind, um der gefährlichen Schilddrüsenkrankheit vorzubeugen. Schildkrötenkrankheit. Überfunktion. Ja. Es war im Grunde ein sehr trauriger Spot, wo auch Kinder spielerisch an das Thema Tod herangeführt wurden. Hier ist er nochmal. Ja. Mein Sittich ist tot. Was denn? Wie das denn? Nein. Das immer noch leiden 8 von 10 Sittichen an der Käfigkrankheit Schilddrüsendysplasie. Dagegen hilft natürliches Jod. Naturjod S11 in Trill. Das schützende Sittichfutter mit jodhaltigen Pflanzenteilen. Vielleicht kriege ich einen neuen Sittich. Dann denk an Trill. Trill schützt das Leben ihres Sittichs. Durch Naturjod S11. Nur in Trill. Ja. Schön. Genau. Ja. Jod S11. Jod S11. Wir lachen ja, aber es sind natürlich bedrückende Zahlen. 8 von 10 Sittichen leiden an einer Schilddrüsenkrankheit. Das hätte ich nicht gedacht. Ich dachte 11. 11 von 10. Ja, 11 von 10 Sittichen. Jod S11. Genau, 11 von 10 Sittichen leiden unter super der Super Wirkstoff auch, wie das Nestle-Filter-Frio-Verfahren. Genau. Das gab es damals auch. Mensch weiß, was das soll, aber es klingt super. Es gab ja auch nie eine Piemont-Kirsche, das ist völlig in Ordnung. Stimmt, Claudia Bertrami, wer kennt sie nicht? Ach, so ist es. Ja. Aber du hast mit deinen Kumpels dann doch schon recht viel Werbung geguckt seinerzeit. Ja. Und Trill gefressen dabei. Ja. Und wo bin ich damit hingekommen? Das ja zum Fernsehen, meine Wir Damen und Herren. Ja nichts. Hallo Leute, Dankeschön. Ne? Ja, nach diesem kleinen Ausflug in die deprimierende Kindheit, jetzt das Thema Akustik. Wir spielen euch eine Musik vor, die zu einer bestimmten Sendung gehört. Auch hier darf wieder gebuzzert werden. Wer es zuerst erkennt, haut drauf. Welche Sendung ist diese hier? Na ja, gut, das war jetzt auch dein Thema. Ne? Ach, bin ich das? Ja. Das ist Vicky. Vicky-Musik, völlig richtig. Möchte man natürlich noch einen kleinen Tick länger hören. Sollten wir noch mal einspielen, weil die anderen haben ja nur einen Takt gehört. Hey, hey, Vicky, hey, Vicky, hey. Bossa. Zieh fest das Segel an. Dun, 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 dun. Hey, hey, Vicky, die Wikinger sind hart am Winde dran. Na, 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 na. Vicky! Ja, der kann das nicht sehen. Großartiger Soundtrack, wirklich. Du hörst ja die Musiken hörst du heute noch, ne? Ja, hin und wieder, ja. Von welches Orchester ist das? Das weißt du sicher auch. Das weiß ich nämlich genau, gerade nicht. Karel Svoboda. Karel Svoboda ist nämlich der gleiche, der auch, glaube ich, für Biene Maja. Ja. Und Pinocchio. Ja. Und den fliegenden Ferdinand. Genau. Den wir gleich noch hören werden. Nicht, dass ich wüsste, aber wir machen ja alles, was du willst. Aha. Ja, vielleicht hat unser Publikum was in der Richtung vorbereitet, denn diese Zuschauer, und die Vorfreude kommt mir schon wieder entgegen, auf der ganzen Breite, haben ihre karge Freizeit geopfert, um für unsere drei Kandidaten ein Lied einzustudieren. Oder sagen wir so eine Art Melodie. Und sie werden nicht den Text singen, sondern nur la la la. Und ihr müsst trotzdem so schnell wie möglich drauf kommen, was hier gemeint ist. Sie können es kaum abwarten. Ich zähle auf 3 und dann legt ihr voll los. 1, 2, 3. Ein Lied. Ja. Ja. Eine Kneipe. Ja, das hätte ich auch vorher gehört. Ja. Nein, Moment. Ich dachte, es geht um eine. Vater Abraham. Vielleicht gibt das. Vater Abraham hat es komponiert. Ja. Also Vater Abraham hat die kleine Kneipe komponiert. Ja. Für mich klang es aber wie ein Fall für zwei. Ja.
Hat er auch kurz an Derek mal gedacht am Anfang. Oder? Es sind ja nur 100 Punkte. Ja, da macht er nicht. Ist ja wurscht. Im Moment liegt der Herr Kalkofer noch so vorne, dass man da rankommen kann. Das natürlich. Ist theoretisch möglich. Zum Beispiel mit unserer nächsten Geräuscheinspielung. Das ist jetzt ein Fernsehstar, den wir suchen, aber es gibt kein Bild, sondern nur Ton. Eine bekannte Person. Hier kommt sie. Die wollen spritzen? Bin ich im Urlaub? Der Arzt hat gesagt, kein Gewusst hier. Ja. Das ist Gerd Martins, die Stimme von Louis de Funès. Richtig. Louis de Funès. Gerd Martinsen. Der auch was synchronisiert hat? Klaus Kinski. Genau. Immer dann, wenn Klaus keine Zeit hatte, hat Gerd Martinsen auch die Werner Herzog-Filme gemacht. Genau. Und Frank Sinatra hat er auch noch in einer Frank Sinatra auch. Aber New York, New York. Nur die Lieder, genau. My way. So. Nur die Lieder ist gut. Jetzt haben wir, jetzt haben wir im Moment eine Führung von Herrn Kalkofe und möglicherweise drehen wir das jetzt bei der nächsten Rubrik. Wir zeigen euch jetzt drei Fehlerfilme. In jedem Film sind 6 Fehler versteckt, die ihr während der Film läuft einfach mal notieren könnt. Deswegen habt ihr da irgendwo hoffentlich Stift und Zettel. Dann erstmal gucken wir uns in Ruhe den Film an. Hier kommt er. 6 Fehler sind drin. Schnittchen, Bademantel und ab vor den Fernseher. Shows am laufenden Band, zum Beispiel mit dem ehemaligen holländischen Sportreporter Rudolf Wibrand Kesseler. Als Rudi Carrell moderiert er am laufenden Band die verflixte 7 und Musik ist Trumpf. Ein anderer Liebling der Nation, Hans Rosenthal, der nicht nur Dalli Dalli präsentierte, sondern auch Präsident von Tennis Borussia Berlin war. Und natürlich Verstehen Sie Spaß mit Paola und Kurt Felix. Das Schweizer Ehepaar spielte mit der versteckten Kamera, brachte die Nation zum Lachen und Moderationshelfer Karl Dall sogar auf den Meeresgrund. Diese Methode des Tauchens hat einen Vorteil. Die Haare werden nicht nass. Größtenteils Männer saßen bei Tutti Frutti vor dem Fernseher, als RTL mit nackten Tatsachen auf Zuschauerfang ging. Unter anderem mit der noch jungen Verona Feldbusch. Einfaches Konzept, die Kandidaten sollten sich ausziehen, dafür gab es die sogenannten Fruchtpunkte und der Gewinner bekam am Ende bis zu 5000 EQ-Münzen. Bis heute die erfolgreichste deutsche Fernsehsendung, Wetten, dass. Erfunden und präsentiert vom Luxemburger Tim Maria Franz Elstner, besser bekannt als Frank Elstner. Sein Nachfolger Thomas Gottschalk wurde durch die Show zur Ikone. Zu Beginn trug er sogar noch anständige Klamotten. Showklassiker. So, das Tückische ist, einige Sachen haben eben doch gestimmt, wie das üblich ist in gut gemachten Fehlerfilmen. Und jetzt könnt ihr abwechselnd jeder immer einen Fehler nennen. Pro richtige Nennung gibt es 100 Punkte. Und der Bastian fängt an. Der erste Fehler ist, glaube ich, Rudi Carrell hat nie Musik ist Trumpf gemacht. Das ist richtig. Carrell hat viel moderiert, aber nie Musik ist Trumpf. So ist es. Ja. Herr Kalkofe. Dann nehme ich mal, es waren keine Früchtepunkte, sondern Länderpunkte. Jawohl. Tutti Frutti. Ja, genau. Es war nicht Verona Feldbusch. Genau, Verona Feldbusch war auch nie bei Tutti Frutti. Genau, richtig. Ich glaube, der echte Name von Frank Elstner stimmte nicht. Tim ist zwar absolut richtig, aber Maria ist, glaube ich, falsch. Nein, das war der korrekte bürgerliche Name von Frank Elstner. Ja, du kannst ja gleich noch weitermachen. Oh. Olli? Ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher, aber war Rudi Carrell Sportreporter, würde ich sagen. War er nicht, deswegen Fehler richtig erkannt. Olli? Ich würde sagen, das Unterwasser war in dem Fall zumindest nicht Karl Dall. Richtig, das war Robert Hetzkämpfer, ARD-Korrespondent. Jetzt fehlt uns eigentlich nur noch ein Fehler, wenn mich nicht alles täuscht. Vielleicht kommt ja Bastian drauf. Der Fußballclub, der mit Hans Rosenthal in Verbindung gebracht war, stimmte nicht. Nee, das stimmt alles. Richtig. Ja. Ja, Kinder, das ist ja auch akustisch hier sehr schlecht. Olli Kalkofe? Dann weiß ich auch nicht. Hast du noch einen? Ich meine, ganz am Anfang wurde ein Sportmoderator zugeordnet, der keiner war. Ja, das war Carrell, aber das hatten wir schon. Das hast du gesagt. Entschuldige, dann war es Musik ist Trumpf. Dann würde ich auch passen. Bist du auch durch? Ja. Noch ein Fehler ist unentdeckt geblieben. Elstner war nie Luxemburger. Ach. Er hat in Luxemburg gearbeitet, war aber nie Luxemburger. Ja, aber immerhin 5 von 6 haben wir geknackt. Gar nicht so schlecht. Herrlich. Sagen wir mal, ne? So,
So, gucken wir uns gleich den nächsten an. Diesmal geht's um Tatort und Krimis. Samstagabend, 20.15 Uhr, Tatortzeit. Als Klaus Deudiger 1970 erstmals die Titelmusik einspielt, sitzt Udo Lindenberg am Schlagzeug. Am 29. November des gleichen Jahres wurde der erste Tatort mit dem Titel Taxi nach Paris ausgestrahlt. Heute, fast 750 Folgen später, ist der Krimi aus der deutschen Fernsehlandschaft nicht mehr wegzudenken. Ich amortisiere mich hier besser im Sinne des Steuerzahlers. Zahlreiche Ermittler erlangten Kultstatus. Hans-Jörg Felmi alias Kommissar Haferkamp, der sich in den Ermittlungen immer wieder von seiner Ex-Frau helfen ließ. Sein direkter Nachfolger, Horst Schimanski, gespielt von Götz George, erregte die Nation, als ein Tabuwort fernsehtauglich machte. Scheiße. 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 Besonders beliebt waren die singenden Ermittler Stöver und Brockmöller aus Kiel. Viele Skandale begleiteten den Tatort, so auch die Entdeckung von Iris Berben, die 1977 erst 15-jährig oben ohne ihren Lehrer verführt. Regie damals Wolfgang Petersen, heute in Hollywood. Wie kommt das Kaninchen zu dir? Es riecht nach Gas. Zahlreiche Prominente traten im Tatort auf. Darunter auch Dieter Bohlen, der übrigens auch mehrere Lieder für die Krimiserie produzierte. Hast du keine Kohle? Ich komm rein, ich geb dir einen aus. Leck mich am Arsch, Mann. Verzeih mir. Ja, froh fährst du. Ja, schon wieder. Der Name, der heute schon mehrfach in der Sendung gefallen ist. Das war wohl der Kollege Bohlen. Aber wo waren die Fehler versteckt? Jetzt könnte ja mal der Kollege Kalkofe anfangen. Ich fange mal an, nicht Samstagabend, sondern Sonntagabend ist der Tatort. Richtig, erster Fehler entdeckt. Das war nicht Iris Berben, sondern natürlich Natascha Kinski. Ganz genau. Reife Prüfung, der große Skandal-Tatort. Bastian? Der erste Tatort hieß Taxi nach Leipzig, nicht Taxi nach Paris. Völlig richtig. Wow. Sehr gut. Das war einer für Fortgeschrittene. Olli? Dann war einmal der Alte zu sehen, nämlich Siegfried Lowitz, der hat nicht beim Tatort. Genau, Erwin Köster, der Alte, war natürlich nie Tatort-Kommissar. Völlig richtig, vier haben wir. Ich weiß jetzt nicht genau, ob ich es richtig verstanden habe, aber Stöver, also Manfred Krug und sein Assistent wurden, glaube ich, nicht Hamburg zugeordnet und die sind aber in Hamburg gewesen. Ganz genau, nicht in Kiel, sondern Hamburg. Ganz genau. So, einer fehlt jetzt noch, der ist wirklich schwierig. Telly Savalas war nie im Tatort dabei, das ist ein Ausschnitt aus Ein Schloss am Wörthersee gewesen. Wow, das ist aber wirklich sehr beeindruckend. Nicht so schlecht. Mich würde nur interessieren, wie so bei dem Bildausschnitt, wie du da auf Ein Schloss am Wörthersee gekommen bist. Du hast die alle auf. Ich weiß Erfolg. Es nicht. Ja. Nein. Ja, komm schon mal. Also er hat zweimal bei Schloss am Wörthersee mitgemacht. Einmal 91, einmal 93 unter der Regie von Otto Weretzer. Und er hat eine sehr bestimmte Lichtführung. Und die habe ich da erkannt. Nein, ich weiß es nicht. Manchmal macht er mir Angst. Nein. Ja. Man darf doch sein Gehirn mit sowas nicht belasten. Ja, das ist ja geradezu gefährlich. Ja. Wahnsinn. Ja, bis jetzt war das natürlich die Kracherrunde. Alles gefunden. Aber wir haben noch einen Fehlerfilm. Und hier geht es um eine sehr schöne, preisgekrönte Sendung. Ein Herz und eine Seele. Auch hier 6 Fehler versteckt. Welche? Ein Herz und eine Seele geht 1973 auf Sendung. Zuerst noch schwarz-weiß. Dann am Silvestertag des Jahres wird die erste Folge im ZDF in Farbe ausgestrahlt. Notorischen Sozialdemokraten anhören? Und jetzt darf ich mir nicht mal meine Brandwunden kühlen. Das ist vielleicht ein beschissener Jahresabschluss. Aber der Kult bleibt schwarz-weiß. Held der Serie ist Alfred Koslowski, besser bekannt als Ekel Alfred. Er tyrannisiert seine Familie mit linksradikalen Sprüchen und seinem merkwürdigen Hobby. Er sammelt Fotos von Schaufensterpuppen. Ach ja, Hildegard Krekel und Dieter Krebs, in der Serie ein Paar, sind zu dieser Zeit auch privat liiert. Übrigens, eigentlich war Harald Juhnke für die Rolle des Ekel Alfred vorgesehen. Der lehnte jedoch ab, er könne und wolle keinen Proleten spielen. Arschloch! Handelt sich hier um den Adolf. Der Gewinner? Heinz Schubert. Er bekam nämlich 1994 den Grimme-Preis für Ekel Alfred.
Doch die gesamte Familie mit dem Ruhrpott-Slang hätte den Preis verdient. Die drei Kinder, Alfred und seine Ehefrau Else, geborene Bötefür, liebevoll genannt. Dusselige Kuh. Jetzt drängen Sie sich doch nicht auf, Herr Bötefür. Tetzlaff, Sie Arschloch. Ich heiße Tetzlaff. Jawohl, der unvergessliche Heinz Schubert. Super Schauspieler. Auch hier waren also 6 Fehler. Ein paar Sachen haben gestimmt. Olli Dittrich also fängt an. Also zunächst mal war es nicht im ZDF. Richtig, ARD, ganz genau. ARD wäre es gewesen. Bastian? Es wurde einmal Koslowski gesagt, aber der Name ist natürlich Tetzlaff. Sehr richtig. Nächster Fehler gefunden. Er hat keine linksradikalen Sprüche gesagt, sondern eher rechtsradikal, weil die Linken waren seine Feinde. Ganz genau, er war eher so nationalbewusst, könnte man auch sagen, wenn man es gut mit ihm meint. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Krekel und Krebs waren kein Paar. Doch. Okay. Mal vorübergehend jedenfalls. Bastian ist schon wieder da. Alfred Tetzlaff hat nie Fotos von Schaufensterpuppen gemacht. Das ist ein Ausschnitt aus der Serie mit einem Bein im Grab von 1998. Ja, und Heinz Schubert, der private Heinz Schubert, hat tatsächlich dieses Hobby gehabt. Der hat Fotos von Schaufensterpuppen gemacht. Gut. Genau. Ja. Aber Fehler trotzdem richtig erkannt. Okay. Ja. Zwei hätten wir noch. Er hatte keine 3 Kinder, sondern nur eine Tochter. Ganz korrekt, genau. Eine Tochter hatte Ekel Alfred. Einer fehlt noch. Der ist schwierig. Der ist schwierig, ja. Ich glaube, dass ich habe hier noch zwei stehen, aber wenn nur noch einer fehlt, kann auch davon, wenn überhaupt, nur einer richtig so sein. So sieht's aus. Ich würde sagen, dass das Startjahr nicht stimmt. Nee, Startjahr war korrekt. Okay, dann. Ja, ich habe das Gefühl, dass der Grimme-Preis da am Schluss nicht stimmt, weil das waren ganz viele spätere Ausschnitte mit Will Quadflieg oder so etwas. Darauf würde ich mich jetzt mal festlegen. Grimme-Preis war der Fehler. Für den großen Bellheim gab es nämlich den Grimme-Preis. Alle 6 Fehler wiedergefunden. Sehr, sehr gut. So, immer noch eine Führung von Herrn Kalkofe. Das könnte sich jetzt allerdings wirklich drehen, denn im Moment steht uns eine Runde bevor, die mit Bewegung zu tun hat. Fast schon mit Akrobatik. Da bin ich raus. Er hat im Sport einen Attest jahrelang, muss man dazu sagen. Was? Jetzt kommt unser Pantomime-Spiel. Ihr könnt nacheinander vortreten. Und Bastian, fängt mal an. Ja, richtig. Du kannst dich hier im Bereich des gelben Fragezeichens frei austoben. Bodenturnen, Akrobatik, Breakdance, alles erlaubt. Keine Gesten, keine Geräusche, 30 Sekunden Zeit, ruckzuck. Okay. Genau. Oder wie geht hier das? Kommt dein Begriff. Oh. Okay. Star Wars. Nein. Das ist ein Laserschwert. Ist das eine Filmserie? Also eine Serie. Ja. Das ist eine Serie. Also 60 Minuten waren es, glaube ich. Amerikanisches Format. Wenn du die Haare noch so zurückmachst, vielleicht. Walking Against the Wind. Ja. Ist doch ganz einfach. Okay. Vielleicht, wenn du. Feuer. Das ist auf jeden Feuer. Fall. Das ist ein Schneidbrenner. Feuer. Schneidbrenner, genau. Feuer und. Welche Serie hieß nochmal der Feuer Schneidbrenner? Feuer und Wind. Fackeln im Sturm. Ja. Jawohl! Ja. Schwere Geburt hat er aber gesehen. Ja, du bist doch dran. Halt! Was ja halt! Ja, ja. Nochmal. Aber sehr lustig. Feuer im Wind. Das ist doch eine Fackel. Die ja, in dieser ja, Zeit gab es doch noch gar keine Feuerzeuge. Hätte ich Patrick Swayze nachmachen sollen oder was? Nein, die bekannte Serie Schneidbrenner im Sturm. Ja. So. Das ist auch schön, oder? Darf ich die Melodie davon singen? Das nein. Kann ich nicht. Nein. Ah, darf ich nicht? Okay, genau. Okay. Auch wieder eine Serie. Serie Dr. House? Nein. Emergency Room. Doc Holliday? Ein Pferd? Die mit Jane Seymour. Nicht okay, Doc. Die fliegenden Ärzte. Ein Arzt. Machen wir die Bewegung, die der in dem Beruf machen muss. Dr. Horse. das war eine gute Bewegung, ihr müsst hingucken. Ein Tierarzt. Tierarzt Dr. Specht. Der Doktor und das liebe Vieh. Richtig. Ja. Hand in der Kuh. Hat der Hand in der Kuh. Durch Olli Dittrichs Tierarzt ist er drauf gekommen. Ja, natürlich, so ist Hand das in der Kuh habe ich deiner ich eigentlich jetzt zuständig für eure Punkte? Ja. Okay. Häng dich mal richtig rein. Okay. Na ja, gut, das ist ja nun. Okay. Also, sis. Kann man wissen. Trio mit 4 Fäusten. Ja.
Wow. Sehr gut. Super. Vielen Dank. Sehr gut. Jetzt darfst du selber raten. Und Olli Kalkofe kommt bitte in die Mitte. Für dich gibt es jetzt auch drei. Ah, das ist auch sehr, sehr schön. Schick weiter nach vorne, kannst du, glaube ich. Der hier wäre jetzt dein erster. Ach du Jemini. Drei sind einer zu viel. Nein, nein. Es ist der Vorspann, den er versucht nachzumachen. Jetzt stellt euch vor, er wäre niedlich. Schweinchen dick. Ein Schweinchen namens Babe. Serie, USA-Geräusche. Doch, Daktari. Alle meine Tiere. Warte, was ist eine deutsche Serie? Etwas ganz klein, ganz amerikanische flach. Serie. Nein. Er hat den Vorspann. Dick und doof. Nein. Nein. Groß und klein. Ein Tier. Mr. Ed. Nein. Mach doch mal den Anfang. Ich fand den Anfang sehr schön, wie du diese Blumenwiese runtergelaufen bist. Fury, Lassie Flipper. Eine Blumenwiese. Du musst aber auch noch stolpern. Du musst in die Wiese fallen eigentlich. In die Wiese fallen. Amerikanische Serie. Alle haben sich lieb. Alle haben sich lieb. Die Waltons. Nein, eine andere Serie. Unsere kleine Farm. Ja. Das kenne ich gar nicht. Das habe ich nie gesehen. Farm, Tiere. Ja. Da läuft Vorspann. Am Anfang die kleine Schwester so einen Hügel runter und fällt auf die Nase. Ich habe das Unsere nicht Unser habe ich nicht hingekriegt. Der Rest war gut. Unsere hat aber auch sehr schlecht unsere gespielt. War scheiße. Das Unsere war schwierig. Deswegen bin ich gespannt, wie du das hier spielst. Oh. Ich gebe mir aber die Schlimmsten. Was heißt das eigentlich, jemand das? Soll das heißen, das sind vier Worte? Hallo, oder? Okay, also, ist das irgendwas zwischen euch? Oder was? Ja. Das ist eben unsere kleine Farm, waren auch zwei Worte. Oder drei. Ach so, ihr habt hier so eine Geheimsprache entwickelt. Ja, na super. Ja, Mickey Mouse Club. Okay, ich bin raus. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ja. Jawohl! Wow! Nicht so schlecht. Yeah! Ja, das sind die Serien, an die er sich erinnert. Sehr gut. Das ist ja. Mach ist doch gar nichts. Mach nix, mach einfach nix. Der Bulle von Tölz. Der Dicke und der Belgier. Nein. Ja, du gehst aber in die richtige Richtung. Der Dicke. Einfach geht's nicht, Mensch. Der Dicke und sei einfach du selbst. Was? Kalkofe ist Mattscheibe. Batman hält die Welt in Atem. Der blaue. Schwarz-Weiß, schwarz-weiß. Dick und doof. Ja. Na, schwere Geburt. Vielen Dank, Olli Kalkofe. Dick und doof. Gemacht. Fehlt uns noch einer. Herrlich. Ja. So, jetzt, das ist ein Spielfilm, sage ich fairerweise. Also ein Tick weiter nach vorne musst du, sonst wird es für die Lichtkollegen schwierig. Das ist ein berühmter Spielfilm. Aha, gut. Von 1948. Hui. Okay. Ja? Ja, ihr könnt mal was sagen, wenn er sich schon da hinlegt. Tot und besoffen. Tot und besoffen. Ja. Was ist das für eine Serie? Ein Film, Es ist ein Kino, es ist wirklich ein Film. Natalie Endstation Babystrich. Das verlorene Wochenende. Also, das verlorene Wochenende geht. Nein. Also ich gebe euch noch. Sehr viel mehr kann ich nicht draus machen. Hitchcock. Der Fremde. Soll ich mich nochmal hinlegen? Machst du nochmal. Wenn du. Lolita. Der unsichtbare Dritte. Ja, nein. Ja, der unsichtbare Tote. Da. Der tote Mann, der dritte Stufen, Mann. Also, der Fremde. Also, ich kann mich nochmal hinlegen. Hitchcock, 48. Psycho. Wie nennt man das? Eine. Tod. Leiche. Eine Leiche zum bisher. Nein, eine Leiche. Eine Leiche. Rope heißt der im Original. Wie hieß er auf Deutsch? Eine Leiche zum. Zum Knutschen. Eine Leiche. Cocktail für eine Leiche! Cocktail für eine Leiche. So! So! Cocktail für eine Leiche! Mann, 100 Jahre das ging ja gerade noch mal gut. Das ist schön, oder? Okay. Ja. Was ist es? Serie, Spielfilm, Musik? Das ist eine Fernsehsendung. Sehr schön. Aktuell, relativ aktuell. Einsatz in vier Wänden. Ah, das ist gut. Das ist... Wenn ihr wüsstet, wie gut Star, das ist. Ich holt mich hier raus. Jawohl! Sehr gut. Dschungelcamp. Sehr, sehr gut. Sehr gut. Nicht so schlecht. Vielen Dank. So. Können wir das noch steigern? Ich meine ja.
Ja, ich würde jetzt Fraser. Nicht. Fraser. Nee, ich, also, ja. Das, er versucht eine Silhouette zu. Ja, Dallas. Ja, die, ja. Das ist eine Stadt. Amerikanische Serie, aber andere Stadt. Mehr sage ich jetzt nicht. New York. Mhm. Sex in the City. Ja. Super. Sehr gut. Das war ja, sehr gut. Hervorragend. Wir müssten in dieser Sendung viel öfter turnen, finde ich. Das ist sehr, sehr schön. So, Punktestand vor unserer letzten Puzzlerunde, die dann ins Finale führt. Einen von euch. Herr Kalkofer im Moment mit einem relativ klaren... Das kann man jetzt beim Puzzeln tatsächlich noch drehen, weil beim Puzzeln kann man sehr viele Punkte machen. Und hier kommt das Erste. Ach, ja, das ist Miss Marple. Also ganz richtig, ja. Natürlich. Ja, natürlich. Miss Marple, gucken wir uns das ganze Bild nochmal an. Miss Marple macht ein besonders schlaues Gesicht. Guckt wie die Hallervorden, ne? Guckt ein bisschen wie Palim Palim. Eine Flasche Pommes Frites. So, hier nächstes Puzzle für euch. Ja. Du hast gebuzzert, Olli. Ja, das ist richtig. Das ist, wie heißen die denn? Das ist, Zeichentrick-Film, ja. Mit diese kleine Maul. Tom und Jerry. Jawohl. Ja. Ah, es lag mir auf der Zunge, verdammt. Ja. Tom und Jerry. Am Ohr von Jerry erkannt, Tom und Jerry, natürlich. Ja, aber das hat man manchmal, ne? Das ging gerade noch, ne? Ja, wenn das so hakt. Es war völlig im Rahmen der Zeit. So, das heißt aber, hier, guck dir das mal an. Der Dittrich ist jetzt schon richtig rangekommen an Olli Kalkofe. Hier kommt Puzzle Nummer 3. Jetzt aber. Das ist Barack Obama bei der Amtseinführung. Genau so sieht das aus. Nein. Barack Obama. Sehr gut. Hast du das an dem... An dem Typen hinter ihm erkannt, oder? Ja, genau. An der Handfläche und an der roten Krawatte. Mit Ton wäre es leichter gewesen, weil er hat ja, glaube ich, diese Formel am Anfang gleich mal... Köln Allah. Ja, genau. Vor allem in Washington wäre das ein Riesenankommer. Ja, natürlich. So, viertes Puzzle im Moment ist Herr Dittrich an Herrn Kalkofe vorbeigezogen. Hier kommt Puzzle Nummer 4. Wow, das ist dein Spiel. Das ist Wer wird Millionär? Ja. Absolut richtig, wow. Wer wird Millionär? Nicht so schlecht. Und was erkennt man an dem Konfetti, was da eben lag? Der hat eine Million gewonnen. Sehr gut. Ein letztes Puzzle haben wir noch. Im Moment wäre Olli Dittrich im Finale, aber das kann man noch drehen. Olli, wenn du jetzt zum Beispiel buzzerst. Wenn ich jetzt ohne das Teil weggehe, dann schaffst du eine Chance, wenn du einfach jetzt schon buzzerst. Hier kommt es, das letzte und entscheidende Puzzle. Ja? Ja, das ist natürlich fies. Das sind die Doofen. Das ist Wigald Boning mit der Bürste, der singt da gerade. Völlig richtig, hat sich selbst erkannt. Die Doofen. Ja. Wer hätte gedacht, dass das selber ist? Er erkennt sich selber. Gnadenlos erkennen. Das tut mir leid. Jetzt. Erstens ist Olli Dittrich in der Lage, sich tatsächlich selbst zu erkennen. Das ist schon mal viel wert. Und wir begrüßen ihn im Finale, meine Damen und Herren. Applaus, aber auch für die anderen beiden. Olli Kalkofe, Bastian Pastewka, super gespielt. Und weil das eine ganz besondere Sendung ist, hat Olli Dittrich heute zwei Sekundanten, die beratend links und rechts daneben sitzen, aber ob ihm das hilft oder schadet, das... Ach so, ich darf mich beraten lassen? Ja. Naja, sagen wir mal so, die sollten dir zumindest nichts Falsches vorsagen und... Ja. Sie sollen dir helfen, etwas zu erreichen, nämlich DVDs deiner Wahl hier zusammenzuspielen. Wir haben alle drei nämlich vorher gefragt, was wären denn DVD-Boxen, die eurer Filmbibliothek noch helfen würden. Bei ihm sind es diese hier. Die großartige Schirm, Charme und Melone-Box, Raumpatrouille, Kultkollektion, Auschwarte, das kannst du gleich nochmal erklären, Little Amadeus Staffel 1 und Vicky Staffel 1. Ist das alles wirklich für dich, ist die Frage, die sich aufdrängt. Ja, die letzten drei sind für meinen Sohn und die ersten beiden für mich.
Und Auschwarte, was ist das? Das ist an mir Auschwarte ist eine hervorragende Kinderserie, wo Ringel, das ist dieser junge Mann, den wir hier gerade sehen, sehr lustige Abenteuer erlebt und auch sehr dumme Schafe vorkommen, die immer an Kaugummis festkleben und dann damit rumlaufen und sowas. Dann wollen wir hoffen, dass dein Sohn das auch bekommt. Wir machen es jetzt immer so, ich zeige dir vorher, welches Themengebiet dran ist und dann kannst du dich jeweils entscheiden, welche DVD-Box du einsetzt und welche du spielen möchtest. Ereignis. Das wäre ja mehr das Spezialgebiet von Bastian, wie wir gelernt haben. Was spielen wir da um was? Ach, das ist völlig wurscht. Wir fangen einfach vorne an. Oder ich mache erst mit, ja, einfach vorne. Schirm, Scham und Melone? Ja. Von links nach rechts. Was schenkte Oskar Lafontaine Erich Honecker 1984 beim DDR-Besuch? Ein Trikot des 1. FC Saarbrücken, eine Aktie, ein Parteibuch der SPD oder Westzigaretten? Das Trikot, ne? Eine Aktie glaube ich nicht. Ich weiß es nicht. Ein Parteibuch war es nicht, die Zigaretten war es auch. Ich denke, ein Trikot vom 1. FC Saarbrücken hielte ich jetzt für die unverfänglichste Idee. Parteibuch der SPD ist natürlich nicht schlecht. Westzigaretten auch sehr lustig ausgedacht. Aktie ist doch auch ein Riesenwitz für einen DDR-Staatsratsvorsitzenden. Also ich bleibe bei A. Das ist Parteibuch. Und warum gerade 1. FC Saarbrücken? Naja, weil er ja damals Ministerpräsident vom Saarland war, würde ich sagen. Ne? 84. Ja, es gäbe dann sogar noch einen anderen möglichen Hintergrund, wenn es denn stimmt. Es gäbe also einen anderen Hintergrund? Ja, um dem ein Trikot zu schenken, weil, aber das hat jetzt nichts damit zu tun, ob die Frage richtig oder falsch von dir beantwortet ist. Honecker aus dem Saarland stammt. Honecker ist in Neunkirchen allerdings, nicht in Saarbrücken, in Neunkirchen geboren. Ja, trotzdem. Trotzdem? Müsste es dann nicht ein Trikot von Neunkirchen sein? Na, das ich hätte mich daran jetzt auch nicht mehr erinnert, muss ich ganz ehrlich sagen, was da die Mitbringsel von Oskar an Erich. Vielleicht liege ich ja komplett falsch, da ich es einfach nicht weiß und mir überlegen muss, was die sich damals so überlegt haben. Ja. Auch was 84 da so für einen Ton herrschte noch und für Verhältnisse. Würde ich sagen, dass das Trikot des 1. FC Saarbrücken genau diese Art von unverfänglichem, gewitzelten Geschenk ist, das da so passt. Dann sollen wir es einloggen. Die beiden Herren links und rechts sind, glaube ich, bei dem Thema jetzt auch keine richtig große Hilfe, glaube ich. Du machst das schon sehr gut. Gut, wir loggen es ein. Ja, was war denn das kleine Mitbringsel von Oskar Lafontaine an den Genossen Erich Honecker? Ich sag mal, heute würde ihm das, wenn Erich noch leben würde, nicht schenken. Oha, eine Aktie. Und so darf ich Ihnen diese Aktie, die der Familie Honecker zusteht, eine Aktie der ASCO Lebensmittelfiliale und Kaufhaus, ja, Aktie, ja, also. Darf ich Ihnen überreichen. Die Aktie hat einen Nennwert von 50 D-Mark. Sie wird aber, so wurde mir gesagt, mit 540 D-Mark gehandelt. Herr Abbotin, Sie überraschen mich. Ich danke Ihnen recht herzlich. Sehen Sie auch, ein Sozialist beschäftigt sich mit Aktien, ja? Da wurde gelacht. Auf jeden Fall wurde gelacht. Riesenwitz. Ja. Darüber lacht die DDR, aber nicht Olli Dittrich. Das hat jetzt leider nicht geklappt. Aber Wir haben ja noch vier DVD-Boxen vorrätig. Und gucken mal, mit welchem Thema geht's weiter. Mit Show. Ja. Eine Showfrage. Dann nehme ich jetzt mal Raumpatrouille. Immer von links nach rechts. Das ist auch einfacher zu merken, genau. Also, Raumpatrouille Orion, hier ist die Frage. Was für ein Wesen ist Zini vom Spaß am Montag? Ein Drupi, ein Ixilon, ein Wuslon oder ein Pancho? Ich weiß. Ein Wuslon. C, ein Wuslon. Ein Wuslon. C. Das hast du damals so gesehen oder vor einer Sekunde so gehört? Das habe ich genau damals vor einer Sekunde so gehört. Dann können wir uns natürlich auch weitere Vorreden sparen. Verwechselst aber nicht mit Klaus-Jürgen Wuslon. Klaus-Jürgen Wuslon. Die beiden Zwillinge. Klaus und Jürgen Wusso. Ja. Was war denn ein Wuslon? Wie sah das denn aus? Es war ein kleiner gelber Wurm, der sich gedreht hat. Er hatte kein Gesicht. Und hat am Schluss sich so in die Kamera gedreht und Tschüss gerufen. Und er hat sich am Ende in die Kamera gedreht und Tschüss gerufen. Okay. Was du alles weißt. Beeindruckend, Mann. Wirklich, was du dir gemerkt hast noch aus der Zeit. Ja. Also Wuslon haben wir eingeloggt. Jetzt wollen wir mal sehen, ob es auch stimmt. Was ist denn? Noch nie Wuslon gesehen oder was? Oder wie?
Entschuldigen Sie bitte, bitte, was haben Sie gesagt? Hallo, hallo, hier bin ich doch. Du brauchst mich doch nicht zu suchen, ich bin doch hier. Ach, meine Güte, ich beiße doch nicht. Doch bist du aber ängstlich. Sprechtraum von Günter Dübers. Wow. Ja. Komplette. Ich bedanke mich. Ein komplettes Zeitraumkontinuum. Ja, ein Zeitraumkontinuum. Da kannst du eigentlich dem Bastian mal irgendwann die DVD-Box ausleihen, würde ich sagen, als kleines das mache ich Dankeschön. Gerne. Und zwar von diesem Wuslon. Wahnsinnseffekte, aber muss ja. man. Ja. So, jetzt spielen wir um Auschwarte. Ja. Sehr gut. Hier kommt das Thema. Fragezeichen. Aha. Sehr gut. Ja. Welche Stadt war 1976 nicht auf der Wetterkarte der Tagesschau? Hannover, Stuttgart, Düsseldorf oder Frankfurt? Drei waren 76 auf der Tagesschau-Wetterkarte, eine Stadt nicht. Hat sich doch immer gewundert, warum glaube ich, weil... Hast du das auch sagen, ne? Ihr könnt ruhig laut, wenn ihr schon hier sitzt, könnt ihr auch laut sprechen. Ich glaube, ich komme ja aus Hannover. Also, und du glaubst, du kommst aus Hannover? Ich glaube, ich komme aus Hannover. Nein, nein, du kommst aus Peine, Entschuldigung. Nein, ich komme aus Düsseldorf. Nein, Frankfurt, ich weiß nicht. Nein, und ich glaube, dass das irgendwie, ich mich noch daran erinnere, dass sich viele Menschen aufgeregt haben. Ich war, zu der Zeit habe ich in Peine gewohnt, das stimmt. Aber später Hannover. Ich weiß, dass das irgendwie immer so ein Running Gag war, dass irgendwie... Ja, Hannover, aber wir reden von 1976, ne? Ja, deswegen weiß ich auch nicht, ob es stimmt. Ich sage ja auch noch was. Gut, wir wissen, du kommst aus Hannover. Aber wie lösen wir das? Lass mal überlegen, wie das damals ausgesehen hat. Stell dir mal kurz Deutschland vor, auf der Welt. Ja, ja, aber so wie es damals eben so... Wie es damals aussah. Also ich sag mal, Leipzig und Dresden waren nicht drauf, genau. So. Es hat ja eben, es hat ja Hamburg war auf jeden Fall, Frankfurt auch, meine ich. Düsseldorf auch, das war immer Nordrhein-Westfalen. Aber schau, es hat ja, glaube ich, in der Wetterkarte nie diese deutsch-deutsche Teilung explizit gegeben. Also wir haben keinen Strich gemacht zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Aber Hannover war auch nicht DDR. Das wissen ja viele nicht mehr. So, das ist ja mein, das ist ja mein Punkt. Und ich behaupte, dass man sich immer gewundert hat, warum es in der Mitte nicht mal eine Stadt, die zu sehen ist. Ja, deshalb sage stimmt. Ich, es ist Hannover. Okay, ich sage Hannover. Die beiden sind eine Riesenhilfe. Ja, absolut. Das ist natürlich Stuttgart wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich falsch. Also möchtest du dich jetzt wirklich der Gruppenmeinung anpassen oder nochmal selber? Ich habe bereits versucht nachzudenken in dieser Zeit. Ja. Mir das vorgestellt, war in der Mitte wirklich was... Ehrlich gesagt kann ich auch nicht so recht glauben, dass Düsseldorf dort zu sehen gewesen sein soll. Mhm. Sondern wenn, dann eher Köln. Mhm. Ganz ehrlich. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal Düsseldorf, Leute. Genau. Hör doch gar nicht auf die Peiner und Hannoveraner und lock Düsseldorf ein. Ja, 76 fehlte eine der genannten Städte. Hier haben wir noch mal eine alte Wetterkarte. Die Vorhersage für morgen. Nach Auflösung von flachen Nebelfeldern, heiter, zeitweise, vor allem nachmittags, wolkig, jedoch nur örtlich leichte Schauer. Jawohl! Ja, sag ich ja! Düsseldorf! Gut, dass du das gesagt hast. Ja, gut. Danke. Das war genau, was wir gesagt haben. Hör nicht auf uns. Finde ich gut, du lässt sie erst eine halbe Stunde reden und dann lockst du was anderes ein. Das macht absolut Sinn. So, jetzt spielen wir folgerichtig um. Wie heißt das hier noch? Kleiner das Amadeus? Das ist Little Amadeus. Eine ganz tolle Serie, die ich jedem ans Herz legen kann, der Kinder hat. Weil dort die Musik von Wolfgang Amadeus Mozart in sehr feiner, spielerischer Weise enthalten ist, aber auch lustige kleine Abenteuer stattfinden. Musikalische Früherziehung in unterhaltsamer Form. Ja, super, ist wirklich toll gemacht. So, hoffen wir, dass das klappt. Hier ist die Serienfrage. Was waren 1965 die berühmten allerletzten so schwach gehauchten Worte Winnetous? Und du bist eigentlich Winnetou-Fan, meine ich mich zu erinnern. Mein Bruder, Winnetous Seele muss gehen. Winnetou ist bereit. Mein Bruder, ne? Leb wohl, mein Treuer. Leb wohl, mein Treuer. Die allerletzten Worte. Ganz wichtig. Ich erinnere mich nur, der Mann hat endlos geredet, bis er endlich den Apachenlöffel abgegeben hat. Mich darfst du nicht fragen, ich weiß. Ich hab's nicht. Mann, verdammt. Das ist schwierig, ne? Das ist echt schwer. Ja. Letztens ja nur nicht klar. Ich nehme A. Mein Bruder? Ja. Du hast die Winnetou-Filme aber im Gegensatz zu Bastian schon gesehen, ne? Überleg mal, was er sagt. Also mein Bruder sagt ja, glaube ich, am Anfang, oder? Und ich glaube, Winnetou ist bereit, ist doch so ein schönes Abschiedswort. Wie, ich muss jetzt. Ich muss jetzt los, ich genau. Jetzt, ich muss los, mein Wagen steht im Halteverbot. Genau. Ich glaube, leb wohl, mein Treuer klingt... Köller Alarv, oder? Köller Alarv wäre auch ein gutes Schlusswort. Seele muss gehen. Heißt, das ist so die Einführung für, ich nippel jetzt ab. Das sagt man am Anfang. Das hat er gesagt, aber nicht am Schluss. Das sagt er aber nicht am Anfang. Er sagt, mein Bruder, Winnetous Seele muss jetzt gehen. Und dann sagt er, Winnetou ist bereit. Da kommt noch was. Vielleicht noch leb wohl, mein Treuer, als letztes.
Aber mein treuer... Du meinst von oben nach unten, das hat er alles so gesagt, wie es da steht? Ich glaube, das ist die Rede. Ich glaube, das ist die komplette Sterberede einfach. Ah ja, mein Bruder, Winnetou Szene muss gehen. Winnetou ist bereit, leb wohl, mein Freund. Mein treuer. Ja. Also andersrum kann es nicht sein. Nein, und dann hat er anschließend noch gesagt, A, B, C, D. Ja, genau. Und vielleicht einen habe ich noch. Ja. Vielleicht hat er noch gesagt, Düsseldorf sollte auf der Wetterkarte stehen. Genau. Ich wollte aber im Sterben noch sagen, mein Bruder heißt und ist dabei umgekehrt. Ja. Wohl, ehrlich gesagt, vielleicht ist das jetzt etwas kühn, aber ich nehme trotzdem einfach A. Ich glaube, er sagt mein Bruder. Sicher? Na, wenn du so fragst. Ja, das gehört ja dazu. Das ist dieses klassische, Leute nochmal verunsichern. Wenn du bist bereit, dann nehme ich C. C? Ja. Nachdem du zwischen A und D geschwankt hast, nimmst du C. Winnetous Seele muss gehen, Winnetou ist bereit. Leb wohl, mein Treuer, scheidet für mich aus. Ich dachte immer, er sagt wirklich mein Bruder, weil da Lex Barker noch vorstellig ist. Old Shatterhand sitzt da rum und muss warten, bis die elende Rede endlich zu Ende ist. Ja. Na gut, B, komm. Winnetous Seele muss gehen, hinter uns stöhnen einige Menschen. Ja, irgendwas, man muss ja mal was nehmen. Okay. Sollen wir einloggen? Ja, loggen wir mal B ein. So, jetzt wollen wir die Szene nochmal sehen. Und ich sage nur so viel, ihr wart zwischendurch mal auf einer verdammt guten Fährte. Hier ist der Ausschnitt. Das ist die ganze Rede. Mein Bruder. Mein Bruder. Hilf mir. Mein Bruder. Winnetou. In der Ferne die Glocken, die ihn rufen. Ist es nicht so, mein Bruder? Mein Bruder. Winnetous Seele muss gehen. Winnetou ist bereit. Das ist doch lächerlich. Mehr kommt nicht. Mehr kommt nicht. Aber die war auch lang genug, die Rede. Ja, das meine ich auch. Meine Güte. Ja, sehr schade. Der Olli Kalkofe war zwischendurch genau auf dem richtigen Trichter. Das war fast die komplette Sterberede, nur ohne Glocken. Ja, wo sie die wohl gerade her hatten. So, jetzt haben wir noch was zu verschenken, nämlich den Wiki. Ja. Wiki Staffel 1, Musik haben wir heute schon gehört. Eine Stars-Frage, nämlich diese hier. So eine ähnliche Frage hatten wir heute schon mal. Wer zeigte 1968 im Talentschuppen zum ersten Mal sein Talent als Sänger? Horst Janson, Michael Schanze, Jürgen von der Lippe oder Dietmar Schönherr? Talentschuppen? Ja, auch Michael 68. Schanze. Ja, Michael Schanze. Definitiv Michael Schanze. Ja. Ja. Noch ganz unsicher, schwarz-weiß, auf so einer Treppe sitzend. Du warst, Bastian, 1972 minus 4, glaube ich, oder? Das ist richtig. Ja. Aber ich habe es ja trotzdem gesehen. Ja. Sonst wird es ja keine Historiker geben, wenn man nur Sachen kennt aus der Zeit, in der man lebt. Ist Schanze. Ja, ich nehme Michael Sprungschanze. Das sagt derselbe Mann, der dir eben Hannover gesagt hat, aber das nur am Rande. Ja, völlig richtig. Sollen wir es einloggen? Ich meine, der hat das später moderiert. Insofern ist das so eine Fangfrage. Dieter Pröttl, helft mir doch, Kinder. Es ist Dieter Pröttl als Moderator, Michael Schanze, schwarz-weiß, auf einer Treppe und er singt irgendwie Du und ich und die Insel. Das letzte stimmt nicht, aber sonst 100% Pröttl. Gut, dann würde ich das einfach mal einloggen, oder? Schanze ist eingeloggt. Wir sind jetzt sehr gespannt, welches Lied gesungen wird und auch von wem. Der junge Mann, der neben mir sitzt, wird mich eines Tages brotlos machen. Denn Michael Schanze studiert in München an einer Regieschule. Oder was für eine Schule ist das genau? Das ist eine Hochschule für Fernsehen und Film. Und man hat da 6 Semester, also 3 Jahre zu studieren. Und dann allerdings muss man erstmal in der Praxis sich seine Erfahrungen holen. Michael Schanze hat seine erste Schallplatte gemacht und einen Titel dieser ersten Schallplatte wird er uns singen. Es muss nicht Frühling sein, nicht Playback, wie das in Unterhaltungssendungen üblich ist, sondern hier im Talentschuppen live, begleitet von den Clochards. Es muss nicht Frühling sein, wenn ich mein Herz verliere. Es muss nicht Winter sein, wenn ich mal träum von dir.
Also das war kein Lied über eine Insel, aber es war Michael Schanze. Ja, herzlichen Glückwunsch, super ja. gespielt. Auch den anderen, die ja bis zum Finale mitgeholfen haben. Immer gerne. Sehr schön, gut getanzt auch zwischendurch. Ihnen zu Hause natürlich auch vielen Dank fürs Zuschauen. Und auch hier im Publikum, das war's von Wer hat's gesehen, unser Promi-Special. Bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss.